Ja, es gibt ja Leute, die total auf Wolldecken für Camping und Bushcraft stehen. Ich habe jetzt hier den Nachbau der Schweizer Militärdecke und was dieses Teil kann, das schauen wir uns an. Hallo, willkommen, da ist René Rossmann vom Survival Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, diese Decke, und das ist ein Nachbau, ist keine Original und ist also auch nicht aus irgendeinem Arsenal oder sowas, sondern das ist halt neu, aber 100% Wolle. Und diese Decke hier, diese Schweizer Decke, hat einmal zwei Vorteile. Und zwar ein Vorteil ist, sie ist sehr groß. Im Vergleich zu einer bulgarischen. Ich habe eine rumänische, eine polnische, eine russische Decke. Wir hatten eine norwegische Decke im Sortiment. Alles aus ehemaligen Armeebeständen. Ist die hier die größte. Es gibt dann noch eine US-amerikanische Decke. Die hat auch ungefähr diese Größe. Aber da muss ich dazu sagen, die hatten wir im Sortiment. Die konnte ich nur einmal testen. Und der zweite Vorteil, aber der ist grundsätzlich bei all den Wolldecken, liegt einfach darin, dass sie sehr glutunempfindlich ist. Ja? Das ist am Lagerfeuer zum Beispiel, wenn man sitzt, beim Bushcraften sicherlich die bessere Variante, um sich einzuhüllen. Also wenn du irgendwas Kunststoffmäßiges nimmst, wie oft habe ich mir schon irgendwelche Löcher dadurch gebrannt, und das ist hier definitiv nicht gegeben. Also das ist wirklich der ganz große Vorteil, wie bei allen anderen Wolldecken auch. Was ich gleich einmal, weil die Frage auch immer wieder kommt, das weiß ich aus Erfahrung aus dem Shop, stinkt sie? Naja, sie riecht so wie halt eine Wolldecke. Sie stinkt nicht nach Öl oder irgendwie grausig oder chemisch oder fürchterlich, sondern halt wie Wolle. Das riecht nicht wie eine Fließdecke, so nach nichts, sondern es hat halt ein bisschen einen eigenen Geruch. Den kann man mögen oder auch nicht, aber sie stinkt nicht und sie ist super in Ordnung. Die zweite Frage ist dann auch immer, wie dick ist sie? Also ich mache da immer den Lichttest. Das ist kein offizieller Test, der irgendwo so fixiert wird, den mache nur ich so. Und zwar, vielleicht auch wer anderer, ja, aber ich mache ihn halt so. Ich halte die Decke gegen die Sonne oder gegen den Horizont, irgendwo gegen den Himmel, oder kannst du auch indoor machen, gegen eine Lampe, und schau, wie gut kann ich da durchsehen. Und bei dieser Decke ist es so, dass dies nicht hundertprozentig dicht ist. Also schon, ich meine, es ist schon dicht, ich kann da nicht durchschauen, und ja, aber da kommt ein bisschen Licht durch, ganz leicht. Ja? Und das bedeutet natürlich, dass diese Decke nicht so dick ist wie zum Beispiel die russische. Bei der russischen, wenn ich da durchschaue, sehe ich überhaupt nichts. Ja? Bei die hier geht in den Bereich der norwegischen bis hin, wenn dir das etwas sagt, wenn man das sagt, ich weiß überhaupt nicht, wie eine norwegische Armeedecke ausschaut, dann nicht, aber für die Kenner jetzt, ja, in die Richtung ein bisschen drunter und ungefähr so bulgarische Decke, so in diesem Bereich. Dadurch, und das ist jetzt der nächste Vorteil, das ist der zweite Vorteil, den ich anbringen will, sie ist leichter. Wolldecken, Loden, alt ist das Zeug, das ist cool, super, ist wunderbar, Daumen nach oben, aber es ist im Vergleich zu synthetischen Stoffen einfach viel schwerer. Aber da hier einfach das Material nicht so dick ist, habe ich weniger Wärmeleistung. Aber das kriege ich auch noch zu einem Gewicht zusammen, das man mitnehmen mag. Also das ist immer so eine Balance, und das liegt immer daran, was du willst. Ja? Aber ich kann dir nur sagen, die ist gut, und ich habe sie auch für gut befunden. So, allein jetzt, es ist relativ kalt, und das letzte Video, das ich am Messer, Survival Messer Shop Kanal, Survival Messer Shop, nein, Survival Messer Kanal gemacht habe, das musste ich mit der Kapuze machen, weil mir auf meiner Glatze so kalt ist. Aber allein, wenn ich jetzt diese Decke hier mir aufsetze, merke ich gleich sofort das Ergebnis. Also es ist einfach, ich merke das gleich sofort. Ja? Also es ist nicht so, wie manche meinen, und ich auch immer wieder gehört habe, Wolldecken bringen überhaupt nichts, nur synthetische Stoffe sind gut. Das würde ich nicht unterschreiben. Und auf der anderen Seite die Wolldecken und Lodenleute, die sagen, synthetisches Zeug, das ist überhaupt nichts. Das kommt immer darauf an, was man damit tun will. Und das ist meine Variante, wenn es darum geht, ja, am Lagerfeuer zu sitzen und die Glut irgendwie wegzukriegen. Ja, das war es jetzt an der Stelle. Anwendungsgebiet, ja, weiß ich nicht. Eben genau das, was ich gesagt habe. Manche nehmen sie auch für den Zivilschutz in der Krisenvorbereitung. Da muss ich aber auch dazu sagen, wenn ich indoor bin, wird eine Fließdecke wahrscheinlich auch reichen, die bei gleichem Volumen viel weniger Gewicht hat und besser dämmt. Aber für den Outdoor-Bereich am Lagerfeuer ist das Nonplusultra meiner Meinung nach. So sehe ich das. Und natürlich auch, was Feuchtigkeit betrifft, da habe ich noch ein bisschen eine Dämmwirkung, die halt bei einer Fließdecke einfach nicht gegeben ist. Gut.
Aber jetzt war's das wirklich, sonst rede ich noch eine halbe Stunde. Ich mag die Daumen nach oben oder nach unten bitten. Billige Eigenwerbung, das Produkt gibt es natürlich auch bei mir im Shop. Das ist eh ganz klar, gebe ich da unten den Link dazu. Ein Abo dalassen und einen Kommentar schreiben, was du von Wolldecken hältst und auch von dieser Schweizer her. Wenn du nicht bei mir kaufen willst, wie das manche, gebe ich da auch den Link auf Amazon zu diesem Produkt. Kannst es dort kaufen. Da geht es direkt in meinen Shop. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und ciao.